Ja, hallo Leute, hier ist der Lower Coach, Lower the Law of Attraction, das Universum, Gesetz der Anziehung. Was du selbst aussendest mit deinen frei gewählten Gedanken, Gefühlen und Überzeugungen, das macht dich entweder gesund oder krank, das macht dich ohnmächtig oder mächtig, das macht dich freudvoll oder leidvoll. Das macht dich depressiv oder enthusiastisch. Dazwischen sind natürlich viele Abstufungen, aber diese beiden Extreme wollte ich dir mal mitteilen, damit du erkennst, es hängt von deinen eigenen Gedanken, Gefühlen oder Überzeugungen ab, wie sich dein Körper präsentiert. Du erschaffst deinen Körper. Dein Körper ist von Natur her völlig gesund. Die Zellen sind im Einklang, schwingen im Einklang mit ihrer Quellfrequenz, aus der wir alle kommen, aus der die Natur kommt, aus der das Universum kommt, aus der alle Menschen kommen. Diese Quellfrequenz ist Vitalität, bedingungslose Liebe und Freude. Darin schwingen die Zellen natürlicherweise. Doch wenn du negative Gedanken hegst und pflegst, dann verhinderst du dieses harmonische Schwingen deiner Zellen. Und du spürst vielleicht einen Krampf oder Kratzen im Hals oder fühlst dich nicht so wohl. Die Ursache sind deine negativen Gedanken, die du hegst und pflegst. Vielleicht hast du Streit mit jemandem, vielleicht denkst du schlecht über dich selbst oder einen Mitmenschen oder mehrere Mitmenschen. Vielleicht hast du die Ängste machen lassen von Ärzten oder von News im Bereich Gesundheit oder Ökonomie oder was auch immer. Es liegt an dir selbst, die Kraft der Gesundung liegt bei dir selbst. Niemand kann dich gesund machen, wenn du nicht bereit bist, deinen negativen Gedanken, Gefühle und Überzeugungen, deinen Groll auf dich selbst oder auf Mitmenschen loszulassen. Wenn du nicht loslässt, diesen Kampf gegen Andersdenkende, gegen Andershandelnde, dann werden sich deine negativen Gedanken in deinem körperlichen Zustand zeigen. Du musst loslassen, du musst sagen, let it be, lass es sein. Ich fokussiere mich jetzt wieder auf Positives, das ich bejahen kann. Du gehst ja auch nicht in ein Restaurant zum Buffet und versuchst die Speisen zu entfernen, die dir nicht schmecken. Nein, du suchst dir die Speisen raus, die dir schmecken und die dir Vitalität geben. Und genauso verhalte dich in deinem Leben. Suche dir die Dinge raus, die dir gefallen. Tue das, was dir gefällt und meide das, was dir nicht gefällt. Führe Gespräche, die sich gut anfühlen und meide Gespräche, die sich nicht gut anfühlen. Tue Dinge, die sich gut anfühlen und meide die Dinge, die sich nicht gut anfühlen für dich. Es liegt an dir selbst. Dein Körper heilt sich innerhalb von weniger Tage, wenn du deine negativen Gedanken, Gefühle und Überzeugungen loslässt und sie durch positivere ersetzt, dann hilfst du deinen Körper bei der natürlichen Selbstheilung. Gesundheit ist nicht schwer, schau. Die meisten Menschen kommen völlig gesund
auf die Welt und sind die ersten Jahre völlig gesund. Und erst wenn sie negative Gedanken, Gefühle und Überzeugungen in ihr Leben hineinbringen, werden sie krank. Es liegt an dir selbst. Du erschaffst den Zustand deines Körpers. Du hast die Kraft, dich krank zu machen und gesund zu machen. Ich als Lower Coach kann dich daran erinnern, dass du die Kraft hast, dich selbst zu heilen, und kann dir ein paar Werkzeuge in die Hand geben, wie du das machen kannst. Du kannst innerhalb von weniger Tagen völlig gesund sein, wenn du mit diesen Werkzeugen, die ich dir vermittle, arbeitest. Ein Werkzeug ist: meditiere 15 bis 20 Minuten am Tag. Lass das Rattern in deinen Kopf zum Stillstand kommen. Du musst gar nicht positiv denken, du musst nur aufhören, negativ zu denken. Und indem du 15 bis 20 Minuten deinen Geist zur Ruhe kommen lässt, dich auf deinen Atem konzentrierst, die negative Spirale in deinen Kopf sein lässt, loslässt, hilfst du schon enorm deinen Körper bei seiner Genesung. Wenn du weitere Werkzeuge in die Hand bekommen willst, um dich selbst zu heilen, dann melde dich bei mir. Ich coache dich gerne ein paar Wochen. Ciao.